Guten Morgen. Wir haben 0.46 Uhr und damit offiziell Freitag. Samstag. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ich um diese Zeit hier draus mache. Ich sehe einen sternklaren Himmel. Es wird Zeit für ein paar Langzeitbelichtungen. Ich werde jetzt zum See runterschlendern und das tun. Und ihr werdet das sofort sehen. Und ich werde morgen sehr müde sein, aber da wir eh nur zurückfahren, kann ich ausschlafen. Im Auto spätestens. Also dann, auf zum See. Jetzt haben wir 1.30 Uhr, also bin ich jetzt fast eine Stunde draußen. Das Wetter wird einfach nicht besser. Also am Anfang waren die paar Sterne da, aber es sind jetzt nur noch Wolken und ich kann nichts mehr filmen. Aber ich habe nach der Zugbrücke so viel geschlafen. Ich habe nach der Zugspitze so viel geschlafen, dass ich jetzt wahrscheinlich die Nacht durchmachen werde und dann direkt am Morgen per Timelapse den Sonnenaufgang filme. Und dafür muss ich jetzt kurz noch einmal da hoch und meiner Mama Bescheid sagen, weil wenn die mich morgen nicht findet, wird die Nervenzusammenbruch kriegen, deswegen kurz hoch da. Und naja, für die Morgenaufnahme muss ich hier wieder runter, weil ich denke, dass das Wasser dann irgendwelche tollen Reflexionen hat, aber sonst, naja, hole ich mir ein Buch und dann wird aufgeblieben. So, der Plan für heute wäre gewesen, an die Zugspitze nochmal zu gehen und nicht den Weg von gestern, sondern die Höllentalklamm. Das Problem ist, dass das auch 700 Meter in die Höhe geht und wir die dann wieder zurück müssen und unsere Beine sind jetzt schon beide matsch, deswegen lassen wir das lieber, bevor wir komplett krepieren und gehen stattdessen dahin, wo wir schon mit dem Tester hin wollten, nämlich nach Augsburg, nämlich nach Augsburg. Augsburg an sich, sehr schöne Altstadt und jetzt geht es noch zur ältesten Wohnsiedlung der Welt, Sozialsiedlung der Welt, die Fuggerei heißt es. Gucken wir mal. Ja, das war's dann auch mit Augsburg und der Fuggerei. Wir fahren jetzt weiter nach Hause und ich denke mal los, dass auf ein paar Raststätten wer weiß. Ich werde jetzt ein bisschen weiter schlafen, weil ich viel zu wenig davon hatte und ja, wenn noch was kommt, werdet ihr sehen. Oh,
das war es dann mit Pudelütze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns irgendwann wieder. Irgendwas im nächsten Urlaub oder sonst was. Bis dahin. Tschüss. Und ich verabschiede mich mit einem kräftigen Schnuff.